Willkommen zu einer weiteren Folge Juice bei den Fortnites. Und es fehlen uns nur noch zwei Dinger, dann haben wir Dingsbums geschafft. So, Prototyp kann ich alles nicht machen. Ich weiß nicht warum. Eliminationsrennen könnte ich machen. Da können wir sogar mit dem Sprung fahren. Oh geil. Das könnte sogar gut passen. Natürlich nehmen wir unsere Chevy. Live aus Chengpeng. Nee, aus Japanien meine ich natürlich. Dann haben wir die zwei, dann machen wir das Aufstiegsevent und dann kommen wir auch schon wieder in die vorvorletzte Liga. Das geht relativ schnell. Und ich werde nicht alle Ziele erfüllen. Hatte ich am Anfang vor, weil die waren noch relativ leicht, aber mittlerweile habe ich keinen Bock auf das Spiel. Weil das ist einfach so verrückt. Keine Ahnung, das ist... Ach, ich brauche keinen... Bullshit, ich habe genug Kohle. Das nächste Spiel, was danach kommt, das wird wieder deutlich geiler. Das kann ich euch schon mal jetzt versprechen. Achso, warte mal. Eliminationsrennen. Ich muss aufpassen, was ich hier mache, ne? Was für ein Breitbauer du da vor mir? Was für ein Trottel. Nee, warte mal, das ist... Limitation. Ach nee, warte mal, nach den Runden. Alles klar, nach den Runden. Tschüss. Das heißt einfach Gas geben. Ah, hier sind die Sprünge auch. Nice. Jawohl. Gut läuft. Robby? Wagen 2 setzt Nitro ein und fährt am Limit. Seht euch Wagen 1 an, er fackelt mit seinen Nitros förmlich die Strecke ab. Hui, Fleugel. Neue schnellste Runde. Oh, das ist schon wieder raus. Ken ist raus. Ich wurde gelenkt. Nee, wo ist gerammt? Immer. Das klappt noch nicht so geil. Hat ihm dann nochmal. Die Investition in Nitros zahlt sich aus für Wagen 3. Aber vielleicht mache ich auch was ganz Crazyes mit den Spielen. Vielleicht lasse ich ja auch. In einer Woche kommen ja aktuell 3 Folgen raus, tatsächlich. Neuerdings, ja. Ist dann eine davon schon das andere Spiel ist, dann wieder das hier kommt. So ein Wechsel, weißt du? Bestzeit. Boah, ey. Start neu. Weißt du, da quatscht er einmal und schon verkackst du hart. Dann habt ihr, nochmal zurückzukommen, dann habt ihr nämlich auch mehr Abwechslung. Da kommt, keine Ahnung, dienstags hier das komische Spiel, dann kommt donnerstags das andere Spiel und dann samstags wieder Juice, dann dienstags wieder das andere Spiel. Könnte ich eigentlich machen. Junge, Wagen 8 hat gerade mit Vollgas eine Wand gerammt. Es ist ein Jammer. Oh, das war böse. Wagen 5 Hobby. Oh. Nein. Leck mich am... Ah, nein, du bleibst hinter mir. Einer muss hinter mir bleiben, sonst bin ich nämlich raus. Jetzt muss ich... Ja, fahrt mal links lang. Ah, oh, hier an allen vorbei. Wunderbar. Und könnt ihr mich mal vorbeilassen? Dankeschön. Nee. Verbiegen. Wagen 3 hat gerade die Wand geküsst.
Und jetzt habe ich mir einen schönen Vorsprung rausgefahren. Keine Ahnung, was der tut. Ist mir auch relativ wumpe. Wow, Tara, Alter. Also wenn ich nicht gerade gegen diesen scheiß Pfosten knalle, ist es gar nicht so schwer. Ah, ich hab die Probe vergessen. Oh, da kommen sie. Ah, Kristall, was machst du da? Wow, was für ein heftiger Zusammenprall. Jetzt sind alle wach. Lenken. Ah, mit 30 Frames kann man halt nicht präzise lenken. Ich habe nichts dafür. Ich kann das besser. Mimimimimi. Die arme kleine Wand kann einem richtig leid tun. Oder so eine Art. Einen Platz rauf geht's für Wagen 3. So, vorletzte Runde. Ah, ne, Quatsch. Vorletzte Runde sind wir. Jetzt sind wir in der vorletzten Runde. Das war sogar eine saubere Runde. Exomio. Blöde Fremde, ey, hallo. Ups, das muss ein Versehen von Wagen 8 gewesen sein. Nee, war voll Absicht. So, noch einmal. Ah, nee, das ist Runde 6 von 7. Erstmal ein Bodycheck von rechts, von links. Wo muss das? Seht euch Wagen 1 an, er fackelt mit seinen Nitros förmlich die Strecke ab. Oh, nochmal hier rechts, links. Easy game. Tyrant überholen, überrunden natürlich. Nochmal durch den Tunnel durch. Und dann war es das für diese Liga. Ne, Aufstiegsrennen müssen wir machen. Scheiße. Das ja, geht doch. Jawohl. So, gibt wieder was Kohle. Spiel wird gespeichert. Willkommen beim Ladebildschirmsimulator 2007. Boah. Aufstiegs-Event freigeschaltet. Ja, voll, ja. So, weiter. Zum Rennen. Rennen. Supersportwagen-Rundstrecken-Turnier. 410.000, jawohl. Oh, wir können auch. Nee, der hat mehr Punkte. Sieht zwar nicht so. Doch, der sieht geil aus. Der sieht definitiv geil aus als Aston Martin. Aston Martin, was ist denn schon Aston Martin? Ich hab's halt nicht so mit britischen Autos. Ich hoffe, diese Kisten sind mit der besten Federung ausgestattet. Dann sind sie bereit für Full Impact. Ah, Ken Tanaka. Alles klar, den machen wir. Den machen wir fertig. Hier M3, Alter. Kann doch nix. Ach, ich wette nicht. Zeitverschwendung. So, Kenny. Kenny Boy. Der Start geht schon mal nicht. Ja, bleiben Sie schön hinter mir. Vielen Dank. Unterhalten Sie die Straßenverkehrsordnung. Dann kommen Sie in die nächste allgemeine Verkehrskontrolle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Straßenwächter-Team. Okay, hat schon einen Unfall gebaut. Alles klar. Das war schon easy game. Boah, wir fahren hier ganz gemütlich lang. Ohne Stress, als ob es ein Sonntagsausflug ins Grüne mit Picknick wäre. Mit einer Z06, ist klar.
2 setzt Nitro ein und fährt am Limit. Nitro spare ich mir auch. Wie viele Runden sind da? Nach 3 Runden. Ja, bitte. Ich guck mal, dass ich beim die nächste Folge das Spiel mal neu starte und dann in der Config die Qualitätsstufe mal runtersetze. Was eigentlich schon traurig ist, weil ich bin von 2007. Aber mal schauen, was so geht. Weil das kannst du echt keinem antun. Ja. 30 Frames. Ich meine, das war damals mega pornös geil, ja? Also vor 10 Jahren, logischerweise. Aber heutzutage... Wagen 1 ist in der letzten Runde. Ist das logischerweise nicht mehr... Wow! Wobei das Spiel an sich ist schon gar nicht kacke. Ja? Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Weil es gibt keinen Online-Zwang, es gibt kein Pay-to-Win, es gibt keine DLCs. Okay, das gibt es bei den ganzen Spielen von früher alle. Nee, wo war ich denn lang? Es macht Spaß. Tatsächlich, ja. Man muss halt ausblenden, was man so von heute gewohnt ist. Mit Forza und Gran Turismo und was weiß ich alles. Ja, geht doch. Da macht es Spaß. So vor 10 Jahren. So, wir haben übrigens gewonnen. Wir sind die Killer. So, jetzt kommen wir zum Lufttrauma. Gegen wen dürfen wir fahren? Gegen wen dürfen wir fahren? Alle Sehenswürdigkeiten gesehen. Nein, haben wir nicht. Jetzt wie alle in die Luft. Wir fahren gegen Kristall. Einfacher als das hier geht nicht. Zeit für ein Rundstreckenrennen. Oh, Chevy gegen Chevy, sehe ich das gerade richtig? Ah, eine andere, alles klar. Und Crystal will auch nicht retten. Hätte ich mir denken können. Und es ruckelt. Mini-Runden hier. Baby-Ründchen sind was. Oh Gott. Oh Gott, das war richtig scheiße. Was hat die gerade gesagt? Ich bin voll high? Wagen 2 setzt Nitro ein und fährt am Limit. Oh shit. Ah, ich hole da wieder auf. Gummiband-KI. Funktioniert doch andersrum. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Boah, fuck! Gegen eine Hans Juice. Mein rechter Scheinwerfer passt gut. So, last lap. Final lap. So, Chrissy, ich muss dich jetzt mal einen Gefallen bitten. Tu doch mal so, als ob du... Fuck! Fuck! Ganz schlecht bist. Fuck! Und die Strecke ist aber auch Bullshit. Ja, ich hab verloren. Ach, fuck! Ich kann das noch nicht mal neu starten. Oh, jetzt muss ich den ganzen Scheiß von vorne machen. Oh, nein. Nur weil die Steuerung so behindert ist. Warte mal. Quietsch? Quietsch? Ich hab eine Idee. Ich hab da so eine Idee. Ich probier's mal aus. Ich sag noch nicht, was für eine Idee es ist. Ich sag erst, wenn es funktioniert hat. Ansonsten nicht. Weiteres nach dem Ladebildschirm. Und nochmal, Full Impact. Das hier ist ein einfaches Rundstrecken-Event. Okay. Oh, da will jemand wetten. Ja, normal, 100k.
geht klar. Kentanaka. Ja, das wird ein Riesenspaß. Ich bin mal gespannt. Cheat activated. An der Spitze Wagen 1. Okay. Eine kleine Spontanverschönerung für Wagen 1. Okay. Wagen 2 setzt Nitro ein und fährt am Limit. Weg da! Jetzt sind alle wach! Der Cheat funktioniert bisher. Oh, das muss wehtun. Also, ja, ob er funktioniert, weiß ich nicht, aber. Gott, was mach ich hier? So blöd zum Autofahren. Naja, setz Nitro ein. Ich hab keins mehr. Nach Pfeifen. Um so zu driften wie Wagen 1 braucht man Talent. Okay, letzte Runde. Wagen 2 hatte einen Unfall oh. Mit der Wand. Das müssen okay, wir uns für das Beste aufheben. Best of Juice 2007 ist klar. Wird der Renner. Läuft bestimmt auf RTL dann. Oh, Wagen 1 fährt mit Höchstgeschwindigkeit in die Mauer. Der helle Wahnsinn. Ja, geht doch. Okay, das hat schon mal geklappt. Okay, das haben wir auch vorhin gewonnen. Alles easy. So, jetzt wird's interessant. Beim nächsten Rennen. Drecksstrecke da, die kriege ich einfach nicht hin. Das ist genauso wie die USA. Ach, das ist USA. Das ist genau wie the Circuit of the Americas in Formel 1. Die kriege ich auch nicht hin. Auch in USA. Und wieder einmal geht auf Erd, ich sehe ein Muster. Alles in die Luft. Okay, und Leute, wir gegen Kristall. Das ist doch gescriptet hier. Das gehört zu RTL. Alles klar. Kristall, ich mach dich platt. Erstmal rechts rüberziehen, ja? Dir gar keine Chance gibt, mir irgendwie was zu kontern. Jetzt guck ich die Kurven mal vernünftig. Ja, vernünftig ist was anderes, aber. Hauptsache, die bleibt hinter mir. Ne? Alles gesehen. Ja, Nitro wollte ich mir vielleicht einmal aufgefahren. Boah, das ruckelt. Wenn ihr das Ruckeln seht, ich sehe das genauso scheiße, wie ihr das auf YouTube seht, ja? Oh, Chrissy, du bleibst da, wo du bist. Ist klar. Boah, ey, das wird ja mal schlimmer mit dem Ruckeln. Wow, das war eine persönliche Bestzeit für Wagen 1. Ja, normal. Oh, das muss wehtun. Dieser Ping-Pong-Effekt, der ist immer ekelhaft. Nein, nicht driften! Nee, da braucht kein Talent, da braucht einfach nur eine Karre, die ihn ausbricht, wenn es mir Gas gibt. Mehr ist das auch nicht. Oh, das Sheet scheint zu funktionieren, ey. Ja, geht doch. So, wenn ich das letzte auch noch gewinne, dann ist das ein geiler Cheat. Ich sag euch dann am Ende auch, was ich gecheatet habe. Zeit für eine neue Runde im Schatten. Gladiators Shadow.
Wobei, eigentlich ist es kein wirklicher Cheat. Egal, wir fahren jetzt mal gegen Tara. Hoffentlich auf einer besseren Strecke. Gegen Aston Martin schon wieder. An der Spitze, Wagen 1. Vier Runden, alles klar. Easy Game. Richtig. Okay, streng genommen. Ist gerade mit der Wand zusammengestoßen. Oh, da kommst du angepäst. Natürlich keine Chance gegen mich. Hier kannst du Vollgas durchknallen. Okay, okay. Okay, zum Drift ist die Karre wirklich untauglich, habe ich gerade gemerkt. Auch wenn es ein Ami ist mit Heckantrieb. Normalerweise kannst du richtig geil driften, aber dem Spieler scheint nicht. Ist gescriptet. Ah, okay, das hat schon mal besser funktioniert. Läuft ja gerade richtig geil. Neue Bestzeit. Ex Mio. Ich bin gerade hart konzentriert. Sorry, wenn ich nichts sage. Ich bin ein wenig überrascht. Komm mal, eine Bestzeit. Wow. Voll das Nitro rausknallen. Jawohl, aber sowas von dominant gewonnen. Ja. Gecheatet habe ich natürlich nicht. Ich cheate nicht. Auch nicht so zum Spaß. Doch, habe ich früher gemacht bei GTA. Aber nur so zum Spaß. Just for fun. Von LOLs nicht gespeichert. Ich habe einfach den Xbox One Controller genommen. Das war alles. Weil der lag gerade hier angestöpselt. Und ich dachte, komm, probier's mal aus. Mich hatte erstmal gewundert, dass der überhaupt funktioniert mit dem alten Game. Weil das ist nicht selbstverständlich. Weil es ein Xbox One Controller ist. Elite sogar, ja. Aber es funktioniert erstaunlich gut. So, jetzt muss ich nur gucken, warum das so ruckelt, aber das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge dann. Dann schon in der nächsten Liga und ich werde natürlich auch in der Zwischenzeit die, soweit es geht, die Leistungsupgrades freischalten, damit wir das nicht in der Folge haben. Das dauert nämlich alles viel zu lange. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in Liga. Keine Ahnung. Liga 2 heißt sie. Achso, neu. Ah, warte mal, das können wir dann eben machen. Wir gucken mal eben, was es hier so gibt. Es gibt insgesamt 5 neue Autos. Ne, 5 neue Autos? Ich habe keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall ein paar neue Autos. Okay, den kannten wir. V12 Vanquish S. Ja, uninteressant. Plymouth Barracuda 440. Das ist doch geil. Dodge Viper SRT 10. Auch geil. Viper GTS. Auch geil. Ascari. Boah. KZ. Ernsthaft? Ein KZ, what? Okay, interessant.
Also, ich finde es nur interessant, dass die den Namen durchgebracht haben, weil es gibt ja. Wobei, die kam ja auch Chevrolet SS. Quatsch. Ich war mein Gedankengang wieder völlig Quatsch. Ist mir scheißegal, ob da KZ steht oder SS. Hier geht es um die Bezeichnung der Autos, nämlich sonst irgendwelche anderen Sachen. Man muss halt immer nur ein bisschen aufpassen, weil es gibt immer auch Leute, die denken. Halt die Fresse. So, Freunde, bis zum nächsten Mal. Nächste Folge oder wahrscheinlich dann übernächste Folge, wenn es dann wieder mit Juice weitergeht. Nächste Folge dann. Das andere Spiel. Ich weiß gerade gar nicht, weil aktuell kommen noch Folgen raus, wo noch keiner weiß, was es ist. Aber ich denke mal, wenn die Folge rauskommt, dann weißt du ja, was es ist. Ihr wisst schon Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!